団子っていうのはね、十二支の馬と同じ字を使うんだ。Juni. Achso, hier kann ich ja draufklicken. Oh Gott. Ach, verstehe, die 12 Zodiac-Tierzeichen. So heißen die also. Wie waren die nochmal ausgesprochen im Japanischen? Junishi no Ushi. Okay, also von. Das Tango benutzt die gleichen Zeichen wie das. Wie die Kuh oder wahrscheinlich das Rind, wie ist es genau dann bei den 12 chinesischen Zodiac-Zeichen, also wie die entsprechend, die Junishi, hätte ich vielleicht von Juni Tyson auch mir mittlerweile merken können, die ja 12 Zodiac-Tierkreiszeichen oder die Tiere, die ursprünglich aus China übermittelt worden sind, wo wir dann hier die ganzen chinesischen Zeichen haben. Oh Gott, da ich das alles nicht lesen kann mit den ganzen chinesischen Zeichen, die da auch sind, gehen wir mal hier. Okay, die haben sie auch dann nur transkribiert. Wir haben Shi, Chu, In, Bo, Xin, Chi, Go, Bi, Xin, Yu, Jutsu und Gai, wobei einige davon bestimmt anders ausgesprochen würden. In Japan wurden diese 12 Zweige und dergleichen, weil das Shi wird tatsächlich mit Essa, also mit dem Zeichen für Zweig geschrieben. In Japan sind diese 12 Zweige oft verbunden mit 12 Tieren. Der Ratte, Red Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog und Pig. Wer Juni Tyson zuletzt gesehen hat, dürfte das alles wissen. Es gibt viele Erklärungen, warum diese 12 Zweige im Chinesischen oftmals mit Tieren in Verbindung treten. Eine ist, dass wenn man ein Tier zu jedem Zweig damit assoziiert, es leichter ist für die Leute, sich den Kalender zu merken. Was von Wan Zhong in seinem Werk Lüngheng, ich kann das nur hier total durcheinander bringen, während der späteren Han-Dynastie hervorgeschlagen worden ist. Und später, eine weitere Theorie ist, dass sich später mit dem Konzept der Zodiac, der Tierkreiszeichen, in der babylonischen Astrologie verbunden worden sind. Habt da hoffentlich was gelernt. Ich auch. Ich dachte, das mit den Zodiac-Tierkreiszeichen ist ursprünglich von China so, aber wenn es dann so eine später zugefügte Sache ist und es sich ursprünglich um 12 Äste handelt, weil es eben Junishi heißt und dieses letzte Zeichen ist glaube ich, Essa, wenn ich mich nicht irre. Also, Essa wird als einzelne Kun-Lesung gelesen. Genau, hier haben wir es. Nee, Moment. Bei Essa wäre noch ein Baum vorne mit dran. Eda. Wäre das ja. Aber die Anlesung davon ist auch Shi. Das war vielleicht eine alte Schreibung von einem Zeichen oder so. Na, auf jeden Fall die 12 Äste oder die 12 Zweige und dergleichen. Na gut, während der ganzen Erklärung hier, weil ich merke, dass ich jetzt zu sehr hake, wenn die ganze Zeit immer noch die chinesischen Sachen mit reinkommen und sehr viel komplizierte Bezeichnungen mit drin sind, die mit Pflanzen und dergleichen zu tun haben, das ist absolut nicht mein Fachgebiet im Japanischen, von den Vokabeln her, deswegen hier merkt man dann, ja, da hat der Flo definitiv noch nicht ausreichendes Wissen, um das Ganze auf Japanisch hier durchziehen zu können. Auf jeden Fall Go, das Tango, das Go repräsentiert dann von der Lesung her wahrscheinlich auch den fünften Monat, Mai, weil Go 5 bedeutet. Und das Tan hat die Bedeutung Anfang. Deswegen bedeutet das Tango, deutet auf einen Umstand hin, dass es ein Festival ist, welches zum Beginn des fünften Monats stattfindet. Naruhodo. Naja, aber bei der Geschichte, wo kommen dann diese Koinobori, also die, Koi-Fische, die Karpfen und dergleichen, dann diese Fahnen rein? Naja, während der Sengoku-Jidai, der Zeit der streitenden Reiche im 16. Jahrhundert, da wurden die Jungen von den Samurai, also von der Klasse der Samurai, wenn sie geboren worden sind, wurde dann ein Nobori aufgestellt, also so eine Fahne. Oder gab es dann diese Tradition, dass diese Fahne aufgestellt worden ist? Wahrscheinlich sagst du dann noch, welche Bedeutung das hat. Sengoku Jidai, von 1467 bis 1590, etwa 120 Jahre,
wo es damals dann, währenddessen gab es in China gleichzeitig diese Zeit. okay, die Erklärung ist auch mal wieder heftig hier. Ja, das war ein Internal Conflict, genau. Ja, also im Prinzip die Sengoku-Zeit, was jetzt vielleicht auch nicht hier steht, aber von dem eigenen Wissen, ist eben mehr oder weniger eine Kleinstaaterei, wo das in ganz viele Japan in Fürstentümer verfällt oder in Clans und dergleichen, die kleinere Gebiete kontrollieren und ständig in Kriegszustand mit benachbarten Staaten waren, versuchen andere Clans auszuschalten, andere Fürstentümer zu erobern und dergleichen. Eine Periode, die sich extrem lange hinzieht und dann erst so ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts langsam zu einem Ende geführt worden ist von den drei Reichseinigern, die wir kennen, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu, die dann nach und nach Japan haben einigen können durch erfolgreiche Feldzüge und dergleichen, womit dann eben die Tokugawa-Ära bzw. die Edo-Zeit begonnen hat, ab dem ungefähr 16. Jahrhundert, also ungefähr 1600. Deswegen die Zeit davor der Unruhe und der Nicht-Einigung Japans und dergleichen wird dann eben, als es ständig Lokalstreitigkeiten und Kriegsauseinandersetzungen gab, wurde die Sengoku-Jidai genannt. Und von da ausgehend wurde dann auch zum Teil in den Familien der ganz normalen, also der nicht bürgerlichen Bevölkerung, der normalen Otto-Normal-Bevölkerung, wenn in irgendeinem Haus ein Junge geboren wurde, dann solche Fahnen aufgestellt. Und das wurde dann eben zu der Tradition. Engi no Imono. Engi no Imono. Schauen wir mal, das Engi. Das ist nicht das Engi, glaube ich, oder? Ah, hier haben wir es. Engi. Engi. Gibt es auch den Ausdruck Engi no I? Sehe ich hier nicht. Engi ist Darstellung, Spiel, Schauspiel, Aufführung. Die Normalbevölkerung wollte. Wollte etwas Gutes zur Schau stellen, um zu zeigen, dass sie gegen die Bucke, also gegen die Samurai, nicht verlieren würden. Und haben sich deswegen gedacht, dass sie auch diese Nobori, diese Fahnen und dergleichen aufstellen würden. So heißt es zumindest. Wie ist das letzte, was sie da gesagt hat? Nobori ni Kako. Das Kako ist von Malen und dergleichen. Also haben auch etwas Gutes, damit sie nicht gegen die Leute, gegen das Samurai verlieren, etwas Gutes oder dergleichen auf diese Fahnen und dergleichen gemalt. Okay, hier muss ich auch ins Englische leider zurückgehen, weil ich hier zwei Begriffe nicht kenne. Okay, sie haben sich dann für den Koi-Fisch entschieden, den sie draufmalen, weil der ein Symbol für Erfolg im Leben ist. Erfolg im Leben. Shusei no Chocho. Shusei ist dann wahrscheinlich Erfolg. Und das Daisai oder was am Anfang da ist, ist dann wahrscheinlich das Material, für was sie sich entschieden haben. Was im Englischen hier sie auch ausgelassen haben oder gut umgangen haben. Verstehe. Weil es ein Fest aus der Sengoku-Jidai ist, deswegen wird den Kindern wird dann am Kindertag was für ein Zeug tragen die dann? Yoroi Kabuto. Was wahrscheinlich? Yoroi Kabuto sind es die Zeichen? Ja, Rüstungshelm. Deswegen wird ihnen dann am Kindertag ein Rüstungshelm aufgesetzt, wegen der Sengoku-Jidai. Weil zur Zeit der streichenden Räuche ist. Yoroi Kabuto? Sonna mono ga aru no? Du weißt, was ein Yoroi Kabuto ist? Das ist ein Wort, was ich zum ersten Mal höre gerade. Und die Zeichen habe ich auch meines Wissens noch nie gesehen. Yoroi Kabuto? Wahrscheinlich wüsstest du auch nicht, wie sie geschrieben werden. Du wiederholst es gerade nur, was sie gesagt hat. Sowas gibt es. Ja,
Ah, okay. Der wird ihn nicht aufgesetzt. Okay, von Anfang an. Also, ja, den, die Häuser oder in den Familien, in den Häusern, die Jungen haben, da wird am Kindertag dann eben ein Rüstungshelm hier als Dekoration aufgestellt, heißt es. Es ist nichts, was sie dann tragen, also was sie auf den Kopf setzen, sondern es ist wirklich eine reine dekorative Sache, die an dem Tag gemacht wird. Nanda, Kile Nanda. Was? Sie tragen es also nicht. Naja, kleine Kinder können das vielleicht tragen, aber für dich wäre es unmöglich. Was, weil die so klein sind oder wie? Die Rüstungshelme oder was? Gakkarida. Tekiri Bushini. Nari Kille no Mono Datto Omotte Shimatta. Was für eine Enttäuschung. Ich war ganz fest davon überzeugt. Nari Kiru, muss ich auch mal nachgucken. Nari Kiru. Nari Kiru hier. Nari Kiru ist sich völlig verwandeln, vollständig zu etwas werden. Ah, ich war fest davon überzeugt, dass ich zu einem Samurai oder dergleichen werden könnte. Naja. Nächste Wort, Najimi. Najimi Ganai. Najimi ist vertrauter, bekannter, vertraut, bekanntlich. Ah, okay. Sowohl Arisa als auch ich sind Einzelkinder. Und deswegen, ja, haben wir keine so wirklich große Verbindung mit dem Tango Niseko. Was für Zeug! Hier kommen die nächsten zwei Sachen. Das eine kann ich zwar lesen, weil es hier in Hiragana steht. Kachimaki. Kachimaki. Ist das von Katsu, also von Gewinnen und Verlieren? Kachimaki. Gewinnen und Verlieren, aber keine Ahnung, auf was es dann deutet. Was war das andere? Ach stimmt, Kashiwa Mochi. Das zweite Zeichen ist Mochi. Kashiwa Mochi. Ist es Kashiwa Mochi gewesen? Nee, es war nicht Kashiwa. Nee, doch hier. Kashiwa Mochi damals. Kashiwa Mochi sind mit süßem Bohnenmus gefülltes und in ein Eichenblatt gewickeltes Mochi, welches vor allem am 5. Mai zum Knabenfest vergeben wird. So viel weiß sogar Wadoku. Ja, vieles davon höre ich auch zum ersten Mal. Gut, ein bisschen mal von der Golden Week zu erfahren, auch wenn wir jetzt hier gerade sehr langsam voranschreiten. Ich hoffe, das nervt euch nicht. Ansonsten könnt ihr auch gerne voranspringen zu den Sachen, die ihr wieder gerne wollt und dann in die nächsten Folgen reinschauen, wenn sie dann rauskommen. Ja, tatsächlich, also alles, was wir an dem Park oder so machen, ist dann Kawashi Mochi, also diese Mochi mit Bohnenmus und Eichenblatt umwickelt zu essen. Oder, ach ja, Kachimaki muss ich noch nachschauen. Oder Kachimaki zu essen. Kachimaki ist also irgendwas zu essen. Kachimaki, was ist denn Kachimaki? Kachimaki kennt natürlich Wadoku nicht. Dann schauen wir mal Kachimaki Towa bei Google. Was ist Kachimaki? Oder habe ich es falsch gelesen? Kachimaki, ne, Kachimaki. Hä? Ach, Atashiwa Toka ist es wahrscheinlich, nicht Tokachimachi, sondern Tokachimaki. Oh, Tokachimaki. Oh, wahrscheinlich ist es Chimaki dann. Schauen wir mal, Chimaki, ohne das K. Das K gehört vielleicht noch zum To, also als Partikel Toka, also und so weiter. Chimaki wäre in Bambusblätter eingewickelte Mochi. Was ist dann unser Unterschied? Ach, das andere war Feigenblatt eingewickelte Mochi, auch zum Knabenfest. Alles klar, Chimaki. Also, dieses Toka, was wir hier haben, machen wir ein bisschen wieder japanisch. Das kann man so als Aufzählung benutzen und dieses und jenes und so weiter. Also, Boku ga suki no wa Anime toka, Karaoke toka, Saka toka. Also, was ich mag, ist unter anderem, so in dem Fall unter anderem Karaoke, Anime, Fußball und so weiter. Dafür wird das Toka benutzt. Mata kanke no nai mono ga dette kita yo. Hey, da ist doch wieder irgendwelche Sachen aufgetaucht, die doch überhaupt nichts damit zu tun haben. Naja, die Kashiwa. Das hat sie gerade Kashiwa gesagt? Das war dann die Feige wahrscheinlich, also Feigenblatt. Naja, die Feige wird schon seit langer, langer Zeit als ja, ein heiliger Baum und dergleichen betrachtet. Und weil es ein Baum ist, in dem Götter inne, oder, achso, ja, weil es eben ein Baum ist, in dem Götter inne wohnen, so hieß es zumindest, oder so wurde darüber gedacht. Und
Leider habe ich die, kenne ich dieses erste Wort hier wieder nicht. Furui kotoba, furui haga wa chinai no. Da muss ich nochmal kurz hören. Shinme, ja, ich finde es hier leider nicht. Aber ich gehe mal davon aus, nee, ich muss leider nachgucken. Daran wird es habern ansonsten. Sie lassen auch nicht ihre Blätter fallen, bis neue, wahrscheinlich ist es neue Buds, also neue Knospen oder sowas in die Richtung. Schauen wir mal ganz kurz, wenn ich mal Knospen suche. Knospen waren doch Buds, oder? Knospen, ja, das ist zumindest das Zeichen hier. Meibuki ist Knospe. Meibuki, das ist es wahrscheinlich Shinbuki, also neue Knospen. Hat es auch ein Zeichen, weil ich noch. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, aber ich hätte es jetzt wirklich nicht mehr gewusst, weil ich es so selten verwende. Alles, was mit Pflanzen, Blumen und dergleichen und Bäumen zu tun hat, damit könnt ihr mich jagen im Japanischen. Außerdem, ja, sie verlieren nicht ihre Blätter, bis sie neue Knospen wachsen lassen. Deswegen schreiben die Leute ihnen die Bedeutung zu, dass die Eltern nicht sterben, bis sie dem Kind, bis sie ein Kind geboren haben. Jo. Naja, und in jene Feigenblätter umwickelte Mochi isst man dann und Ayakaro, also Ayakaro ist das Verb, Ayakaro, muss ich auch mal gucken, Ayakaro bedeutet jemanden nacheifern und dergleichen oder so glücklich sein wollen wie bla bla bla, am Glück teilhaben wollen und dergleichen. Was war das erste gewesen? Jemanden nacheifern ist, glaube ich, eher das zweite. Ja, der wird dann gegessen und da hat sich dann, und es ist dann eben Tradition, die zu essen, weil dadurch die Kraft der Götter einem zuteil wird oder dergleichen. Oder weil man das Glück mit der Kraft der Götter oder dergleichen teilt. Naruhodo. Yappari Nihon wa kamisama no chikari o shinjiru kuni nanda ne. Verstehe. Japan ist tatsächlich ein Land, was an die Kraft der Götter und dergleichen glaubt, nicht wahr? Nochmal kurz zurück. Chimaki war nicht Feige, sondern Bambus, genau. Chimaki, also der Bambus, hat seinen Ursprung ursprünglich in China, beziehungsweise Chimaki im Sinne hier von den in Bambusblätter eingewickelte Mochi, haben ihren Ursprung in China. Es wurde wohl ungefähr, es ist wohl wahrscheinlich zur selben Zeit wie das Tango no Sekku, also ja, dieses Fest eben zur gleichen Zeit nach Japan gekommen oder wurde nach Japan übertragen, vermittelt. Vor ganz, ganz langer Zeit hat eine wichtige Person, die Kutsugen hieß, von der ich auch noch nie etwas gehört habe, Kuniniku am Ende, als er in ein Land oder ins Land gegangen ist, seinen Körper in den Fluss geschmissen. Was? Lese ich das richtig hier? Es hieß, dass es einst einen großartigen Mann namens Kuyan, der Kutsugen im Japanischen hieß. Okay, hier haben sie sogar noch die Zusatzinfo im Englischen. Schön, dass sie uns vorenthalten wird im Japanischen. Er hat das Schicksal seines Landes lamentierte und sich selbst in einen Fluss tatsächlich schmiss. Oha. Ist es dann auch, die Leute des Landes oder seines Landes haben Kutsugens Tod dann sehr bedauert oder sehr lamentiert, weswegen sie in den Fluss ganz viel, was war das? Kumotsu. Ganz viel was geworfen haben? Ganz viel Opfergaben. Aha, ganz viele Opfergaben hineingeworfen haben. Allerdings, bevor diese Opfergaben bis zu... wie hieß er jetzt nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Kutsugen. Bis zu Kutsugen vordringen, fließen sie oder befindet sich da auf dem Weg ein böser Drache, heißt es.
竜が苦手にしているレンジュの歯。日本では笹とされてるね。その歯でもち米を包んだの。Dort gar negativ nicht. Dort macht der Drache die Opfergaben dann schlecht mit den Blättern von was auch immer Renju ist. Schauen wir mal. Renju. Wenn ich Renju eingebe, kennt er die Zeichen überhaupt nicht. Ich gucke einfach mal Renju mit Hiragana. Vielleicht findet man es trotzdem. Ne, kennt Wadaku gar nicht. Hier muss ich dann auch ins Englische gehen. Ach, nicht weil der die schlecht macht, sondern weil er sie hasst. Gar nigate ni shiteru. Nigate ni shiteru ist in dem Fall dann nicht sie schlecht machen. Nigate ni suru, sondern nigate ni suru ist in dem Fall ni shiteru. Ist dann von wegen, er mag sie nicht und dergleichen. Gut, habe ich auch grammatikalisch mal wieder was gelernt. Deswegen haben dann die Leute vom Land klebrigen Reis in die Blätter von diesen Chinaberry Trees, heißen die dann also, okay, also von dem, aber es hieß in Bambusblätter eingewickelt in Wadoku. Aber in Wadoku kann man eben manchmal auch nicht alles glauben, weil der Drache, weil sie dachten, dass der Drache diese Blätter nicht mag. Und in Japan benutzen wir Sasa-Blätter übrigens. Sasa. Da haben wir es. Sasa. Und Sasa ist, da haben wir es. Sasa. Sasa ist Bambusgras oder eben Sasa. Deswegen wahrscheinlich damit im Bambus, aber ursprünglich in Japanisch, im Chinesischen was anderes. Was war das? Jackie, hier haben wir es. Jackie ist böse Absicht, Arktis und dergleichen. Jackie O'Harao, gibt es das als Ausdruck auch? Jackie O'Harao. Nee, Miasma Pest auch böse Absicht, Arktis, Boshaftigkeit. Okay, rot, blau, gelb, weiß, schwarz. Ach Gott, nee, den Ausdruck, sorry, ich muss ja auch wieder ins Englische gehen. Sie haben die Opfergaben mit roten, blauen, gelben, weißen und schwarzen Fäden umwickelt. Die fünf Farben, von denen gedacht wird, dass sie Böses abwehren. Und sie dann in den Fluss geschmissen. Und dann hieß es, dass sie ihn, den Kutsugen, erreichten, ohne dass sie unterwegs von dem Drachen geklaut wurden oder dergleichen. Tja, und das ist der Grund, warum beim Tango no Seku dann Chimaki gegessen werden. Oder der Ursprung des Ganzen heißt es. Die eben genannten fünf verschiedenen Farben, die werden ja auch verwendet bei den Koinobori. Siehst du hier? Das oberste, beim obersten, bei diesem Fukinagashi, da werden sie verwendet. Was ist Fukinagashi? Fukinagashi sind Kleidungsröhren, also Stoffröhren, nicht Kleidungsröhren, Stoffröhren, die an hohen Orten hingehangt werden und damit eine visuelle Bestätigung der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit. Also sowas, bei uns gibt es auch sowas, diese Sachen, die man auf Autobahnen dann gleich manchmal sieht, mit den weiß-gelben Streifen haben. Die eigentlich einen bestimmten Namen im Deutschen, ich wüsste gar nicht, wie ich die bezeichnen soll. Windanzeiger? Windröhren? Ich weiß es nicht so genau. Hier steht es ja sogar. Sie werden normalerweise an Straßen oder an Flughäfen und dergleichen platziert. Und werden oftmals mit solchen auffallenden Farbenkombinationen wie Rot und Weiß gemacht. Grün und Weiß, Blau und Weiß und dergleichen oder Gelb und Schwarz. Und je stärker der Wind bläht, desto horizontaler wird ihre Ausrichtung. Und auf diese Weise, wenn man sie von der Seite anschaut, dann ändern sie ihre Länge. Der Change in Length. Achso, kann ihre Veränderung in der Länge von beiden Seiten, sowohl von der Luft als auch vom Boden aus gesehen werden. Fukinagashi. Okay. Ah, du hast recht. Honto da. Ichiban uni wa koi janai kara fushigi ni omotte tanda.
Ach, tatsächlich. Das oberste, da hat überhaupt nicht die Form von einem oder überhaupt keine Bemalung von einem Koi, also von einem Karpfen. Deswegen dachte ich schon, das muss irgendwie, ist was Seltsames oder muss was anderes sein. Fushu habe ich zwar immer so als Tradition übersetzt, aber hier gehe ich auch nochmal sicher. Gewohnheit, Fushu, Tradition, wie kann man es noch sagen? Bräuche. Ja, Brauch, das Wort ist mir im Menschen in den Sinn gekommen. Beim gegenwärtigen Tango no Sekku ja, haben sich die Gebräuche von Japan und China ein wenig angepasst. Naruhodo, so nanda. Chikai kuni no bunka wa skoshi nakarazu eikyou shiyau kankei ni arun da na. Ist es skoshi nakarazu? Das gucke ich mal nach. Ist es skoshi? Nein, sukoshi na. Nagarazu, mal sehen, ob man das ans. Ne, schon Nagarazu wird es dann bestimmt gelesen, oder? Ne, Skukanarazu. Schriftsprachlich, nicht weniger, eine Menge. Gut, dass er in seinen Gedanken schriftsprachliches Japanisch verwendet, von dem ich auch noch nie etwas gehört habe. Nicht wenig, eine Menge. Verstehe, so ist das also. Die Kultur eines nahegelegenen Landes, Ekyoshiao Kankei Niarunda. Scheint es, ja, mit dem einem nahegelegenen Land scheint es nicht unbedingt wenig, ja, Einflussaustausch, ein Einflussaustauschverhältnis und dergleichen zu geben. Jetzt möchte ich die Feigenblattmochi am liebsten essen. Hey, lass uns die nachher in einem Kombini kaufen gehen. Engimono ist in dem Fall hier Glücksbringer. Aha, Glücksbringer oder Maskottchen kann es auch heißen, aber ich glaube in dem Fall eher Glücksbringer. Ja, es ist ja ein Glücksbringer, deswegen sollten wir nachher alle zusammen einessen. Puh.